Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strong Personality. Ich melde mich wieder zurück mit einem Trainingsvideo diesmal. Aber erstmal will ich noch was loswerden und zwar, es ist mega, mega geil. Wir haben jetzt die 230 Abonnenten geknackt. Es ist unglaublich, wie ihr immer kommentiert. Ja, letztens hat einer kommentiert, ja, wann kommt das nächste Video? Ich warte schon sehnsüchtig darauf. Tut mir leid, dass jetzt in letzter Zeit nicht so viel gekommen ist. Ich habe meinen Laptop nicht dabei. Aber jetzt gibt es ein Trainingsupdate, denn viele fragen mich immer, ja, wie trainierst du eigentlich, was machst du für Übungen? Und deswegen gibt es jetzt mal ein Trainingsupdate-Video, ja, hier seht ihr einen Beispieltag Oberkörpertraining von mir. Hier wärme ich mich gerade auf für die Deadlifts. Ich habe übrigens zum ersten Mal Zughilfen benutzt. Ich weiß nicht, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr die regelmäßig benutzt, aber ja, ich hatte schon ein bisschen Probleme, die rumzuwickeln. Ich habe das zuvor noch nie gemacht, weil ich eigentlich relativ gute Griffkraft habe. Aber ich habe mir gedacht, hey, probier's mal aus. Das waren jetzt, ich glaube, 140 oder 142,5 Kilo. Also eigentlich bräuchte ich hier die Zugkurven nicht, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ja, man sieht schon, ich habe Probleme, sie rumzuwickeln. Aber ich muss sagen, so nach dem zweiten, dritten Satz hatte ich schon ein bisschen raus. Also wenn man es mit dem Daumen macht, mit dem Daumen rumwickelt, dann geht das eigentlich schon ganz gut. Also jetzt hier ein leichter Oberkörpertag, denn ich, ja, mein Herz vielleicht ein bisschen erkältet noch und bin deshalb, ja, 2 Tage nicht ins Training gegangen und jetzt wieder eingestiegen. Deshalb ein bisschen leichterer Tag gewesen, obwohl es mir trotzdem schwer gefallen ist. Ja, Ernährung hat nicht ganz gepasst. Und ja, fühlte mich noch nicht zu 100% fit, jedoch war die Krankheit eigentlich schon weg. Also, was man auf keinen Fall tun sollte, ist, wenn man wirklich krank ist, drüber trainieren, denn da holst du dir zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung. Das wäre sehr, sehr scheiße auf jeden Fall. Ja, man sieht es hier. Form bin ich eigentlich zufrieden. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass ich direkt vorm Spiegel gehoben habe. Und auch ich neige dazu, dann in den Spiegel zu schauen und dadurch überstreckt man dann automatisch den Kopf. Was ich ja immer wieder predige, was man vermeiden sollte. Aber man sieht auch hier, auch ich bin nicht perfekt. In den Technikanalysen zeige ich euch natürlich, wie es optimal gehen sollte. Ja, dann haben wir hier Bankdrücken. Ich weiß gar nicht, wie viele Wiederholungen ich gemacht habe. Ich glaube, 8 Wiederholungen oder so, bin mir gar nicht sicher. Ich trainiere momentan nämlich nach einem, ja, speziellen Programm. Es besteht eigentlich aus Unterkörper-Oberkörpereinheiten, 5-mal die Woche und einmal in der Woche nur aus Deadlift, Benchpress und Squats. Also kann euch, wenn ihr da Fragen habt, kann ich es euch auch nochmal genau erklären. Auf jeden Fall, ja, man sieht schon, mir ist ein bisschen schwer gefallen, eben weil ich noch nicht ganz fit war und die Ernährung die Tage zuvor nicht so gepasst hat. Trotzdem war es ein ganz guter Einstieg. Ich habe übrigens jetzt letztens meinen alten Maximalkraftrekord bei Deadlift war 165 Kilo. Ich habe letztes Mal die 170 Kilo mal 5 gehoben. Also momentan sehr, sehr guter Fortschritt, also innerhalb von 1,5 Monaten jetzt echt gut verbessert. Dann sieht man hier Butterfly mache ich eigentlich sehr, sehr selten, vor allem an der Maschine sehr, sehr selten. Aber ja, war mal ganz gut auszuprobieren. War hier im Wiederholungsbereich, glaube ich, 12 bis 15 unterwegs. Also war schon fast Cardio für mich eigentlich. Dann haben wir hier Rudern, auch mit sehr, sehr wenig Gewicht diesmal. Ich wollte mich einfach nur, ja, darauf konzentrieren, wieder locker flockig einzusteigen. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Schreibt sie mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt. Ja, schreibt sie sehr, sehr fleißig in die Kommentare, was mich sehr, sehr freut, dass da dass jetzt so eine Community entsteht. Ist echt sehr, sehr geil zu lesen, eure Fragen, eure Kommentare drunter zu lesen. Schreibt es auf jeden Fall mal rein, welches Video ihr euch als nächstes wünscht. Ja, hier haben wir zum Abschluss noch Seitheben. Waren, glaube ich, 8 Kilo oder so. Recht viel mehr schaffe ich da irgendwie nicht. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut's rein, lasst mir einen Kommentar da. Ein Abo wäre natürlich mega geil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Training. Ciao.